Sonnige Grüße, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Schreibt in die Kommentare, wie heiß es bei euch gerade ist. Das würde mich brennend interessieren. Das ist der kühlste Raum in meiner Wohnung und sogar hier ist es extrem warm. Heute möchte ich euch passend zum Sommer ein paar virale TikTok-Cocktails zeigen. Sehr erfrischend und sehr gut aussehend. Und Leute, nicht vergessen, denkt dran, verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen. Nicht übertreiben. Freunde, wir starten ganz entspannt vorbildlicherweise mit einem alkoholfreien Cocktail. Und zwar mit meiner Lieblingssorte vom Red Bull, und zwar Juneberry. Auf dem Video seht ihr gerade, wie heftig dieser Cocktail aussieht. Theoretisch kann man auch Glitzer reintun. Ich finde, Glitzer fühlt sich in Getränken sehr ungesund an. Okay, Red Bull wahrscheinlich gesund. Wir machen das ein bisschen weniger ungesund, als es mit Glitzer wäre. Wir starten mit Blaubeeren, die man natürlich vorher gewaschen hat, ist ja klar. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel man reinmacht. Ich mag Blaubeeren. Deswegen mache ich ein bisschen mehr rein. Dann kommen einige Minzblätter rein, natürlich frische Minze. Ohne diesen fetten Stängel, den machen wir nicht rein, weil es schmeckt nicht so gut, finde ich. Allein wie das riecht, ist einfach göttlich, Leute. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was eure Lieblingserfrischungsgetränke sind im Sommer. Das würde mich interessieren. Dann kommen Eiswürfel rein. Ich habe diese kugelförmigen Eiswürfel aus Kaufland. Leider sind die nicht so klein wie im Originalvideo, aber ich habe keine anderen kugelförmigen gefunden. Ich glaube, in dem Fall reichen sogar zwei schon. Oh Leute, hört euch diesen Sound an. Das ist der Sound des Sommers. Ui. Wow, das sieht jetzt schon so schön aus. Danach kommt das Powerade. Einfach schön, oder? Als letztes Bitter Lemon. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Um das Ganze schön abzurunden, brauchen wir noch einen Strohhalm. Sehr nachhaltig, aus Glas. Ungewaschen, wie es aussieht. Das kann man natürlich schön verrühren noch. Aber ich finde das sogar so schon fast besser, weil hier hat man verschiedene Schichten, verschiedene Farben. Wenn ich das durchmische, wird das zu einer Farbe. Deswegen lasse ich das, glaube ich, erstmal so. Purple Mocktail heißt diese wunderschöne Kreation und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie das schmeckt. Das ist so ein perfekter Mix, das Süße aus Red Bull und dieses Bittere aus dem Schwepps. Ich glaube, ich mische das nochmal durch, einfach damit das wirklich purple wird. Und jetzt wird es wahrscheinlich noch ein bisschen anders schmecken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 10 von 10. Du kannst es unterschiedlich kreativ gestalten. Wie gesagt, man kann es auch mit diesem Glitzer machen. Ich bin kein großer Fan von Glitzer, aber das würde noch schöner aussehen. Muss jeder für sich entscheiden, finde ich, ob man sowas in seinem Körper haben will. Ich weiß, das ist irgendwie Lebensmittelfarbe und wahrscheinlich komplett unbedenklich für die Gesundheit, aber für mich fühlt sich das irgendwie komisch an. Ist schon genug, dass der Red Bull drin ist. Wenn man das durchgemischt hat, sieht das wirklich sehr lila aus. Ein sehr schönes Getränk auf jeden Fall. Und zum Schluss hat man noch einen kleinen Snack, hier die Blaubeeren. Wow, kann ich jedem empfehlen, probiert es gerne aus und wir machen weiter mit dem nächsten. Dieser Cocktail kommt aus Italien und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Groppino. Dafür brauchen wir ein Zitroneneis, eine frische Zitrone, ein Limoncello und ein bisschen Prosecco. Und natürlich ein Weinglas in der Größe, die man selbst verkraften kann. Ich habe keine kleineren. Das heißt nicht, dass ich so viel trinken will. Genau. Ziemlich einfach. Die Zutaten sind fast überall zu bekommen. Obwohl ich sagen muss, das Schwerste war das Eis tatsächlich. Ich habe kein normales Eis mit Zitronengeschmack gefunden. Aber ich denke, Sorbet ist sogar besser. Ganz schön gefroren. Ich wusste gar nicht, dass mein Kühlschrank sowas kann. Gut, dass ich heute Morgen 5 Liegestütze gemacht habe. Man, that's beastly. Ich denke, weil ich ein größeres Glas habe, tue ich auch ein bisschen mehr rein. Ich glaube sogar, es geht noch ein bisschen, oder? Weil sie hatte im Originalvideo nicht so ein großes Glas wie ich. Vielleicht auch nicht so einen großen Durst. Als nächstes kommt Limoncello. Ich habe das noch nie in meinem Leben probiert, aber ich kenne das durch einen Song von Nina Chuba. Sie hat auch einfach nach Gefühl gemacht. Und danach kommt das Prosecco. Ich habe eine kleine Flasche genommen, weil ich keinen Alkohol trinke normalerweise. Und ich will nicht, dass es verschwendet wird. Den Rest, den ich heute nicht benutzen werde, schenke ich meinem Dad oder so. Ach so, das ist einfach zum Aufdrehen. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Prosecco und Champagner und sowas. Danach habe ich meistens Kopfschmerzen. Aber ich glaube, als Mix könnte das gut funktionieren. Und als letztes kommt noch eine Scheibe Zitrone. In Bio-Qualität, Leute. Einmal da rein. Das sieht mir noch nach zu wenig aus, Leute. Ich muss mehr machen für Beauty-Shots. Sieht wirklich schön aus. Ich mag vor allem diesen Schaum hier oben. Schmeckt dieser Schaum nach etwas? Jetzt, wo sich das alles verteilt hat, schmeckt das gar nicht mehr so krass nach Prosecco, was ich gut finde. Er ist stark, aber sehr lecker. Man schmeckt wirklich sehr viele verschiedene Zitronen-Geschmacksrichtungen. Ein bisschen bitter, ein bisschen sauer, ein bisschen Alkohol. Ah, das ist echt ein interessanter Mix. Ich darf nicht zu viel davon trinken. Ich merke direkt was. Und ich möchte an dieser Stelle anmerken, Leute, man sollte allgemein vorsichtig mit Alkohol umgehen. Ich möchte nicht dazu animieren, euch voll zu saufen. Ab und zu kann man sich mal gönnen, aber man sollte auch seine Grenzen kennen.
Das bekommt von mir eine 9 von 10. Es ist fast perfekt. Das Prosecco ist mir ein bisschen Dorn im Auge, aber kommt schon. 9 von 10 ist immer noch eine ziemlich gute Bewertung. Ich finde, er sieht auch einfach schön aus und passt zu jeder sommerlichen Party. Probiert es gerne aus und wir gehen weiter. Das, was ich jetzt vorhabe, ist eigentlich kein Cocktail, aber ich wollte das immer schon ausprobieren. Und zwar habe ich dieses TikTok schon vor, ich wollte jetzt gerade Jahren sagen, aber schon bestimmt über einem Jahr gesehen. Und ich fand es ziemlich interessant, weil, wie ihr wisst, bin ich großer Jägermeister-Fan. Und ich hatte noch einiges hier von einem der letzten Videos, sonst trinke ich das nicht. Leute, ihr könnt es mir glauben, guck mal, wie voll die Flasche noch ist. Und ich dachte mir, bevor das verschwendet wird, probiere ich das aus, wenn man Jägermeister mit Ricola für mehrere Tage einlegt. Das dauert ein bisschen, zuerst mache ich alles rein und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Ein paar Sekunden später. Das riecht schon sehr geil nach Kräutern. So viele Kräuter gibt es nicht. Wie viele haben wir hier nochmal? Habe ich ganz vergessen. Ganz viele Kräuter, ne? Ihr wisst bestimmt die genaue Zahl. Steht gar nicht drauf. Perfekt. Yummy. Ui, das passt gar nicht rein. Genug. Dann machen wir die Geschichte mal zu und jetzt seht ihr meine Reaktion darauf in 5 Tagen. 5 Tage später, Freunde, habe ich nicht nur eine neue Frisur. Übrigens, ihr könnt eure Meinung schreiben in die Kommentare, ob mich diese Frisur jünger oder älter macht. Bei Instagram war die Meinung ein bisschen gespalten, aber mich interessiert, wie ihr, meine liebe YouTube-Community, das bewerten würde. So auf Justin Bieber angelehnt, wisst ihr, wie damals. Das Jägermeister-Gebräu ist jetzt fertig. Sieht sehr weiß aus, das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht liegt das am Ingwer. Das ist ja der scharfe Jägermeister, nicht der normale. Und da ist Ingwer drin. So sieht das Ganze hier aus. Oben ist noch so ein bisschen braune Schicht. Deswegen verrühre ich das ein bisschen. Aber die Bonbons da drin haben sich komplett aufgelöst auf jeden Fall. Eigentlich am nächsten Tag schon. Aber ich habe noch extra ein paar Tage länger gewartet. Jetzt kommt natürlich der ultimative Taste-Test. Es riecht auf jeden Fall sehr stark nach Ricola. Boah, das schmeckt nur nach Ricola. Junge, ich merke gar nichts mehr vom Jägermeister. Geschmackssache. Meins ist das nicht, aber ich merke trotzdem, wie stark das noch ist. Man kann es trinken auf jeden Fall. Man wird es trinken, aber über sehr viele Tage und Monate verteilt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den Cocktails, Freunde. Unser nächster Cocktail heißt Green Screwdriver. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und zwar brauchen wir dafür Eiswürfel, bisschen frische Orange, Orangensaft, ein Wodka eurer Wahl, Sprite, Blue Curaçao und natürlich so ein Teil zum Dosieren. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ich würde sagen, Messbecher. Genau. Als erstes kommen die Eiswürfel rein. 30 Milliliter Blue Curaçao. Ich finde das so schön. Dieser Name alleine und die Farbe und der Geruch, das ist einfach nur toll. Wow, Leute, wie das aussieht. Dann direkt hinterher 60 Milliliter Sprite. 60 Milliliter, das heißt, ich muss zweimal machen. Hier sind 40 schon das Maximum. Und nochmal 20. Dann nehmen wir noch ein separates Glas und hier kommen 60 Milliliter Wodka rein und 60 Milliliter frischen Orangensaft. Um das Glas voll zu machen, kommen noch mehr Eiswürfel rein und dann kommt unser Wodka-Orangen-Mix oben drauf, damit man auch verschiedene Farbschichten hat. Dadurch, dass sich das Gelbe mit dem Blauen vermischt, entsteht ein Grün und deswegen heißt es wahrscheinlich auch Green Screwdriver, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Jetzt kommt noch ein Orangenstück als Dekoration und ihr seht Beauty Shots. Ich habe nur Blue Curaçao geschmeckt gerade. Ich glaube, bei dem muss man das eigentlich eher ein bisschen mehr umrühren. Aber das sieht dann nicht mehr schön aus. Oder man hebt vielleicht einfach den Strohhalm weiter nach oben. Boah, der Wodka-Geschmack ist nicht meins. Ich habe natürlich auch nicht den besten Wodka gekauft, glaube ich, weil der Einkauf war schon sehr teuer. Da habe ich an der falschen Stelle gespart, glaube ich. Bis jetzt, designtechnisch finde ich super. Geschmacklich hat mich das noch nicht abgeholt, deswegen werde ich das mal umrühren. Und durch das Umrühren wird das zuerst grün und dann fast komplett blau, weil ich habe wirklich sehr viel Blue Curaçao drin. Natürlich kann man dann so ein bisschen sich ausprobieren, mit ein bisschen mehr Orangensaft spielen zum Beispiel. Aber es geht jetzt erstmal um den Geschmack. Schon sehr Standard. Optisch muss ich sagen 10 von 10, aber geschmacklich eher so bei 5 von 10. Holt mich gar nicht ab. Könnt ihr gerne ausprobieren, vielleicht auch mit einem besseren Wodka oder auch komplett lassen, denn Alkohol ist nicht gut. Das wissen wir doch alle, oder? Um ein bisschen runterzukommen, machen wir erstmal mit etwas Alkoholfreiem weiter. Und zwar ist das eigentlich nicht mal ein Cocktail, aber erstens, es sieht ähnlich aus und zweitens, ich fand das so genial und es sieht so erfrischend lecker aus, dass ich dachte, das passt einfach in dieses Video rein, weil es geht auch in so einen ähnlichen Vibe. Und zwar, wir müssen die Ananas schälen. Jeder macht das anders. Meine Taktik beim Ananas aufmachen ist erstmal oben unten abschneiden. Einmal so. Danach schneidet man das untere weg. Und ist aber schon ein bisschen am Schimmeln, kann das sein? Ich glaube, ich schneide ein bisschen mehr ab. Okay, sieht besser aus jetzt. Dann schneide ich das nochmal in der Hälfte durch und dann schneide ich dieses harte Stück einfach weg. Und dann reiben wir einfach die Ananas hier durch.
Okay Leute, ich mache erstmal weiter und wir sehen uns in einigen Minuten wieder. 2000 Jahre später. Puh, also ich habe echt gerade ein bisschen geschwitzt und es sieht nicht ganz so ästhetisch aus wie in dem Originalvideo. Ich glaube, das liegt daran, dass meine Ananas schon viel zu gereift ist. Ich glaube, man braucht eine viel härtere Ananas, damit es einfach mehr Struktur hat nach dem Reiben. Aber im Endeffekt kommt es ja auf den gleichen Geschmack raus. Deswegen nehmen wir einfach mal das nicht flüssige davon, das Ananas-Fruchtfleisch quasi. Dann machen wir ein bisschen Kondensmilch drüber. Ja, ja, das schmeckt lecker. Nach dem letzten Drink, der sehr enttäuschend war, ist das wieder etwas richtig Nices. Probiert es gerne aus, ist leicht gemacht und achtet darauf, dass eure Ananas ein bisschen weniger gereift ist vielleicht. Der nächste Drink heißt Pornstar Martini und das ist angeblich der beliebteste Cocktail der Welt. Habe ich noch nie gehört. Dafür brauchen wir einige Zutaten und zwar Wodka mit Vanillegeschmack, ein Maracuja-Likör, Cocktail-Shaker, natürlich frische Maracuja und Zitrone für frischen Zitronensaft, wie immer Eiswürfel, Vanillesirup, Ananassaft, natürlich wieder den Messbecher und ganz wichtig, ein schönes Martini-Glas, für welches ich fast einen halben Tag unterwegs war. Ich war bei 3 Läden, gab es überall nicht und dann hat mich Ming auf die Idee gebracht, dass man das bei Ikea vielleicht bekommen könnte und tatsächlich war das bei Ikea zu holen für 4 Euro oder so und noch ein extra Glas, um das Ganze zu mixen. Die halbe Maracuja kommt in das Glas rein, 13 ml Vanillesirup, wow, ich fühle mich gerade wie ein Barkeeper. 40 ml Pineapple Juice, als nächstes brauchen wir 25 ml frischen Zitronensaft. Ja, ich muss das hier einfach reinpressen. Und jetzt kommt das Schwierigste und das Aufregendste, weil ich es noch nie gemacht habe. Man tut es irgendwie zusammen mit diesem Cocktailmixer und dann schüttelt man das und hoffentlich verschüttele ich nichts. Ich glaube, es tropft schon, ich muss umdrehen. Zack, Barkeeper-Feelings. Ui! Das war immer schon auf meiner Bucketlist. Endlich ist es passiert. Boah, das riecht aber ein bisschen nach Pups gerade. Jetzt kommt noch ein bisschen Eiswürfel rein. Als nächstes 20 ml von Maracuja-Likör. Boah, das sieht aber schön aus. Und 50 ml Vanille-Wodka. Soll ich noch mehr machen? Das ist schon fast zu viel irgendwie. Egal, wir machen es nach Rezept. Nochmal 10 dazu. Ich glaube, ich mixe das hier einfach mit diesem Ding. Das ist mir zu gefährlich, da nochmal das Glas reinzutun. Let's go! 6,5 Stunden später. Und das kommt jetzt so schön hier rein. Das sieht ganz schön lecker aus, muss ich sagen. Im Originalvideo gab es noch ein bisschen Schaum oben. Weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, dass es keinen Schaum gibt. Vielleicht habe ich nicht gut genug geschüttelt. Bin halt nicht der Profi-Schüttler. Als Deko kommt obendrauf noch eine Hälfte, die übrig geblieben ist von der Maracuja. Und hoffentlich geht sie nicht unter. Die sollte eigentlich so schwimmen bleiben. Oh mein Gott, Beauty-Shots. Ich muss sagen, ich bin schon sehr stolz auf mich. Es ist ein cooles Gefühl, das hinbekommen zu haben, bis auf den Schaum. Wenn ihr euch auskennt, schreibt in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Ich denke, das ist das Schütteln gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas trinkt. Normalerweise trinken das reiche Leute. Vielleicht habe ich im Film gesehen, dass man so macht. Bond. James Bond. Als erstes kommt auf jeden Fall der Vanillegeschmack, obwohl gar nicht so viel Vanillesirup drin war. Und dann kommt diese ganze Säure hinterher. Bam! Ich glaube, das ist für jeden Sommerabend der perfekte Drink. Oder überrascht eure Freunde mit all diesen Drinks, die ihr in diesem Video gesehen habt. Ich glaube, die werden euch ziemlich dankbar. Man kann das Ganze auch ohne Alkohol machen, glaube ich. Ich habe, wie gesagt, nur Originalrezepte nachgemacht, nicht weil ich Alkohol konsumieren wollte. Für mich ist das eine 9 von 10, weil ich mag nicht so den sauren Geschmack. Zumindest ist es nicht mein Favorite-Geschmack. Aber für Leute, die sauer mögen, ist es, glaube ich, eine 10 von 10, 100%. Aber es ist auch nicht günstig, ne? Die ganzen Zutaten zu haben, hat man, glaube ich, normalerweise nicht zu Hause. Sowas wie Vanille-Wodka. Keine Ahnung, wer sowas zu Hause hat. Aber wenn ihr das alles habt, gönnt euch beste Drink. Unser letzter Cocktail für heute ist etwas für Pokémon-Fans und zwar heißt es Blastoise. Auf Deutsch heißt das Pokémon Turtok, habe ich mir sagen lassen. Ich bin kein Pokémon-Fan, zumindest kenne ich mich nicht gut aus, aber ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sieht ziemlich cool aus in dem Video. Es kommen auch einige Alkoholsorten rein, deswegen ist es auch gut, dass es das letzte ist. Ich habe echt ein bisschen Angst um mein Wohlbefinden für nach dem Video. Jedenfalls brauchen wir dafür Eiswürfel, aber diesmal nehmen wir die kugelförmigen wieder. Blue Curaçao, Tequila. Eigentlich ist es im Originalvideo Ocean Lemonade, aber sowas gibt es in Deutschland nicht wirklich, aber ich habe so verstanden, dass man einfach ein blaues Getränk braucht und dafür nehme ich Powerade. Cola, im Video die Light, bei mir die Originale, weil ich hasse Light-Getränke. Ansonsten brauchen wir noch Zitronenwodka und Kokoslikör. Wir starten mit den Eiswürfeln. Diesmal nehmen wir einfach direkt 3 rein. Ich finde, das passt auch voll gut zu Pokémon, weil man hat immer diese Pokébälle. Das sieht so ähnlich aus, also eigentlich sehr geil, Leute. Nun kommen von jeder Alkoholsorte jeweils 30 ml rein und 30 ml Blue Curaçao. Danach kommen 180 ml blaue Limonade rein. Ich glaube auch, das ist fast alles, was wir noch haben, damit sich die Farben nicht vermischen. Man muss, glaube ich, so am Eiswürfel entlang reingießen, reinkippen, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, Friends, das ist nicht einfach. Wenn es nicht klappt, habe ich nicht mehr genug Powerade. Ich hoffe, das klappt jetzt.
Es geht runter. Okay, Leute, ich habe eine Lösung. Man muss es schaffen, dass die blaue Schicht sich irgendwie abdeckt, zum Beispiel mit Crushed Ice. Ich glaube, jetzt könnte das besser funktionieren. Pass auf. Leider geht das alles runter. Ich weiß nicht, warum. Normalerweise müsste die schwarze Farbe oben bleiben. Fast, Leute. Es ist nicht ganz, wie es sein sollte, aber vielleicht muss man einfach mit anderer Art von Eis arbeiten. Aber wie ihr gesehen habt, hat sich die schwarze Farbe direkt nach unten abgesetzt. Deswegen ist es ganz wichtig, das mit einer vernünftigen Eisschicht zu trennen. Ihr könnt das bestimmt besser als ich. Eigentlich brauche ich nichts mehr zum Tasten, aber gut. Ich habe es schlimmer erwartet. Der Kokoslikör gibt eine sehr angenehme Note, sodass man den Rest gar nicht merkt irgendwie. Aber man merkt schon, dass das stark ist. Du kriegst auf jeden Fall eine gute... Oh, ich weiß, ich will nichts Falsches sagen. Sind ja Pokémon-Fans bestimmt da draußen, die vielleicht zugucken. Ja, 10 von 10. Für mich persönlich ein 8 von 10. Ist wirklich gut, aber auch stark. Ich mag eher so dezentere Sachen. Das ist schon brutal, Leute. Mir fällt auch nicht mehr viel dazu ein, außer ich sollte mich vielleicht hinlegen kurz. Friends, das war's doch schon mit diesem virale Cocktail-Rezepte-Video. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Ich fand einige Cocktails tatsächlich ziemlich lecker und vor allem sehr ästhetisch. Vielleicht sind ein paar Ideen für euch dabei, für einen schönen sommerlichen Abend mit euren Freunden. Probiert es gerne aus. Und würde nicht vergessen, denkt dran, verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen. Und ich würde sagen, checkt noch die Videos aus, die hier eingeblendet sind, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön, gesund und gut drauf, Leute. Tschüss!